5 Dinge, die Hogwarts Legacy-Spieler hassen. Erstens, die sich wiederholenden Phrasen. Ja, das Reisen war vor Flohpulver sehr umständlich und manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Haben wir alle verstanden, also kein Grund, es ständig zu wiederholen. Zweitens, das eigene Haus hat kaum einen Einfluss und überhaupt ist die Geschichte sehr linear. Das Spiel verschenkt hier einfach großes Potenzial. Warum bitte ist das gesamte Spiel nicht wenigstens wie die Storyline von Sebastian, über dessen Schicksal man als einziges am Ende tatsächlich bestimmen kann? Drittens, die Grafik und ihre Bugs. Charaktere rennen im Kreis, die eigene Spielfigur bleibt irgendwo hängen und der Umhang glitscht durch Charaktere. Ein ganz normaler Tag in Hogwarts Legacy. Hinzu kommt die belastend gruselige Wachsoptik, zu der das Gesicht eures Charakters während des Spiels erstarrt. Viertens, die Prüfungen Merlins. An sich eine schöne Idee, aber wer braucht bitte 95 Stück davon? Man muss sie zwar nicht alle machen, aber wer nicht ständig mit vollem Inventar zum Händler rennen will, muss sich wohl oder übel etwas länger damit beschäftigen. Fünftens, man kann sich nirgendwo hinsetzen. Warum und wozu kann man sich dann überhaupt Stühle in den Raum der Wünsche stellen? Nur um sie anzustarren? Und das waren...